Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K20, dem Mr. Christmas in the Bank Turnier. Heute mit dem Match zwischen dem PCH, einem Neuling im Evoverse, und dem Michael Masters. Ja, der asiatische Barrett ist mal wieder am Start. Und ja, natürlich kann ich wieder nur sagen, ich bin gespannt, wie diese Begegnung ausgehen wird. Und Michael Masters heute zum ersten Mal dann auch in einem Einzelmatch am Start. Der ist ja eigentlich Tag Team Wrestler. Schauen wir mal, wie er sich hier schlagen wird. Ich kann direkt schon mal ankündigen, Leute. Heute gibt es leider nur eine Mr. Christmas in the Bank Folge. Liegt daran, was ich auf meinem Discord-Server geschrieben habe, möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Also wer wissen möchte, worum es da ging, soll einfach auf Discord vorbeischauen, da meinem Channel ankündigen, da sind alle Informationen reingeschrieben, weil ich finde, es gehört einfach nicht hier so in so eine Art von YouTube-Video rein. Ja, auf jeden Fall, wir fixieren uns dann mal hier auf das Match. Ich gucke gerade nochmal hier in die Championship-Rankings rein. Gut, wir wissen bei dem Michael Masters sowieso, der Mann, der ist Tag Team Champion mit einer Bilanz von 14-7 bei Psychotic Wrestling. Ja, und wie sieht es denn bei unserem PCH aus momentan? Der gute alte PCH ist ja Teil von SmackDown, startet da im Undercard-Ranking, steht derzeit bei 3 Siegen und 4 Niederlagen. Also ist momentan im gesunden Mittelfeld, dauert allerdings noch einen kleinen Moment, bis er dann noch die Chance bekommt, um den Titel zu gewinnen, weil da sind einfach ein paar mehr Leute, die derzeit da die Oberhand haben. Ja, und wir sehen es hier auf jeden Fall auch, dass er mit dem Championship zum Ring kommt. Und das darf hier natürlich nicht fehlen. Das gehört auf jeden Fall hier zum Turnier dazu. Und da sind wir gespannt, wie der Switchblade, einer der Rasierapparate vom 2K19 Evoverse, hier abgehen wird. Auf jeden Fall dann nochmal hier an dieser Stelle Hinweis in eigener Sache. Bei mir gibt es täglichen WW2K20 Content auf dem Kanal. Wenn ihr darauf Lust habt, lasst doch mal ein Abo da, würde mir sehr, sehr freuen. Wenn ihr Teil meiner Community werden, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung die Links zu meinen Social Media Accounts, Facebook, Twitter, Instagram und zu meinem Twitch Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Follow hinterlassen würdet. Und ja, wenn ihr Interesse habt, hier bei meinem Community-Universe mitzumachen, womit auch hier dieses Turnier zusammenhängt, dieses Mr. Christmas in the Bank Turnier, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr mich alle Informationen in dem verlinkten Video, was ihr bei der Stellung eines Charakters beachten müsst. Ja, und wenn ihr das dann gemacht habt, kommt dann ein bisschen auf dem Discord-Server vorbei. Das erkläre ich allerdings auch alles dort im Video, aber hier dann auch nochmal. Dort seht ihr dann den aktuellen Status um euren Wrestler, wenn er abgelehnt wurde, warum er zum Beispiel abgelehnt wurde. Überwiegend ist es eben, wenn ein Wrestler Finishing Moves verwendet, die von realen Wrestlern sind, das im Standard-Moveset. Als Finisher dürfen die genutzt werden, aber eben nicht als Standard-Moves. Ja, Michael Masters ist jetzt also im Ring. Dann schauen wir mal, ob er sich hier durchsetzen kann. Das ist natürlich jetzt echt schwer einzuschätzen. Hier jemand aus dem Tag-Team-Bereich, der immer nur Tag-Team-Matches hat und bei 14-7 steht, gegen einen Wrestler, der eben wirklich Einzel-Wrestling betreibt. Ich lasse mich aber gerne überraschen. Ich bin auch begeistert. Also das Glitschen hier ist jetzt tatsächlich nicht mehr so schlimm bei dem Gürtel. Vielleicht liegt es aber an der Jacke. Das kann natürlich sein. So, da sehen wir nochmal PCH gegen Michael Masters. Und ja, damit beginnt das Match. Wir haben weiterhin das 15 Minuten Zeitlimit und den 20 Count. Jetzt ist ja der neue Patch da, Version 1.06. Allerdings lasse ich die Regeln jetzt so, wie wir es auch die ganze Zeit gemacht haben. Wir gehen jetzt kein Risiko ein, zumal es ja auch den anderen dann unfair gegenüber wäre. Und wenn wir dann hier jetzt einen Double Countout hätten oder so bei 10, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen lassen wir das jetzt alles so. Wir lassen hier die asiatischen Regeln. Von daher passt das ja alles. Ja, da geht's mal direkt hier los mit dem Kick und die Clothesline. Michael Masters liegt direkt immer auf dem Boden. PCH, muss man natürlich sagen, ist hier, wenn wir uns die Paybacks angucken, ja, könnte das vom Nachteil sein. Auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel Masters seinen Widerstand benutzt und er hätte einen Finisher als Payback und würde den reinhauen, dann hätte er natürlich gute Siegchancen. Also lass uns mal überraschen, vielleicht stellt sich nur raus, dass dieses Payback auch nicht so schlecht ist. Masters jetzt mal hier mit einem Sling Blade kämpft sich zurück hier ins Match rein, oder beziehungsweise um überhaupt mal im Match hier anzukommen. Aus dem Choke beide gleich auf vom Körperschaden. Ja, jetzt hat er ganz gut Kontrolle. Ja, und hier steht natürlich auch fest, der Gegner von PCH oder Michael Masters wäre in der nächsten Runde der Black Destroyer. Der hat sich ja gestern gegen John Newton durchgesetzt. Also ist auf jeden Fall eine knackige Paarung, die da auf uns zukommen würde.
Also jetzt nicht gegen Michael Massel, aber stell dir das mal vor, hier so ein Black Destroyer gegen PCH, das ist ja richtig Big Man World, da würde ich mich schon drauf freuen. Und natürlich hier auch Michael Massel, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, da wissen wir auch seit 2K19, der Mann kann Charaktere bauen, das funktioniert schon. So, jetzt rollt er sich erstmal hier unter das Seil. Masters wartet ab. Beide bei 53, ungefähr bei gleich viel. Jetzt PCH natürlich mit dem Reversal kommt jetzt zur 66. Und ja, dann geht es wieder hier übers oberste Seil. Und er spiert. An impressive series of moves. Looks like nobody's budging, Cole. Three. Oh, and his aggression, just pure brutality. Come on, easy. So, geht's gegen den Ringpfosten. He's bringing it back inside the ring now. It is so easy to stay in touch with your superstars 24/7 in a variety of social media outlets, including WWE's own Facebook page. So, jetzt schauen wir mal. Sind wir wieder im Ring angekommen? Gibt's die erste Clothesline. Zieh dann nochmal hoch. Zweite. Und Master sogar schon bei seinem Signature. Muss PCH schon ein bisschen was für tun, dass er da auch in dem Bereich ist. So, Clothesline sitzt. Allerdings sah es ein bisschen komisch aus. So, wieder der Shoulderblock. Jetzt hat er es gleich. Das wird jetzt spannend. Kopfzustand beim Masters ist allerdings nur gelb. Jetzt geht es erstmal wieder nach draußen. So, jetzt hat er den Signature. Und jetzt will ich mal aber aufgeben. Oh, glaube ich nicht. Doch nicht jetzt schon. Nicht mit dem Körper. Ja, befreit er sich auch raus. Aber zumindest hat er den Signature gesetzt. Hat zumindest ein bisschen was dafür getan. Aber viel ausgemacht hat es jetzt nicht. Oh, und jetzt aber der Finisher und Rolling Cutter. Pinfall jetzt. Das reicht wohl auch niemals. 1, 2, ja, Kickout. Match ist jetzt 5 Minuten alt, das geht also weiter. Masters hat ja auch gleich sein Signature. Nutzt jetzt, oh, das war jetzt natürlich richtig. Ah, doch, er macht nochmal das, macht nochmal den Reversal. Allerdings ist der, das Comeback jetzt echt doof. Denn er hätte ja sowieso eins gehabt. Also er hätte sowieso den Signature gehabt. Jetzt steht PCH wieder. Und jetzt haut der auch mal sein Comeback rein. Und für den sieht das schon ein bisschen besser aus. Denn der war einfach nur bei 66. Backdrop. Jetzt soll er vielleicht doch sein Signature probieren. Oh, das sieht jetzt nicht gut aus für Masters. Kann sich befreien. Das war nämlich der Signature. Master, sein Signature ist weg. Jetzt soll der Finisher kommen gegen den PCH. Ja, und der sitzt mal ordentlich. Jetzt der Pinfall. Reicht das schon? Das ist jetzt die Frage. Orangener Kopf, gelber Rumpf. Kickout. Spannendes Match auf jeden Fall. Amazing reflexes on display. Da sehen wir jetzt einen Finisher, dann wäre glaube ich Feierabend. Mit gekontert war aber noch nicht der Finisher.
Wieder der Reversal. Und wieder der Reversal von Masters. Leg Drop auf das Ringseil. Knee Drop. Roter Kopf bei PCH. Gleiches Halsseil. Wir haben auf jeden Fall ein schönes, langes Match schon mal gesehen. Müsste eigentlich mal seinen Durchschnittswert ausrechnen. Wie lang ungefähr ein durchschnittliches Eververse Mr. Christmas in the Bank Match geht. Ja, PCH hat gerade Probleme. Jetzt der Reversal. Aber auch da wieder der Reversal von Masters, der jetzt noch ein Signature hat. Und es geht ins Ringseil. Schlag von PCH sitzt. Sitzt nochmal. Und das sieht nach dem Finisher aus. So, und ich glaube, das wird's gewesen sein. Pinfall, 1, 2. Glückwunsch an PCH. Das war ein tolles Match, was wir heute gesehen haben. Vielleicht lag es ja auch an dem neuen Patch. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. War ein schönes Hin und Her. Und ja, Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde. Und das wird auf jeden Fall ein richtig heftiges Aufeinandertreffen gegen den Black Destroyer. Das verspricht, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Match. Ja, schade für Michael Masters, aber so ist das nun mal. Es kann nur einer gewinnen, aber es war auf jeden Fall wirklich tolles Gameplay, was wir heute gesehen haben. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Die Links zu meinen Social Media Accounts habe ich ja angesprochen, findet ihr in der Videobeschreibung. Lasst mal ein Follow da, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten Eververse Charakter, das Teilnahme-Links-Video findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Also wenn ihr irgendwas vorhabt, dann haltet euch bitte an diesen ganzen Abläufe. Und dann sollte euer Charakter auch eigentlich problemlos angenommen werden. Ansonsten, ja, täglicher WWE2K20-Content auf meinem Kanal. Um 15 Uhr bekommt ihr heute noch die Pay-Per-View-Folge vom TakeOver Extreme Rules. Ich freue mich drauf, kann ich auf jeden Fall sagen, das Gameplay war richtig gut. Da waren tolle Matches dabei, also seid auf jeden Fall gehypt. Ich freue mich sogar schon wieder auf den nächsten Pay-Per-View, der ansteht, wo ja dann der Extreme Rules für Raw und SmackDown ist. Aber bis dahin sind es noch ein paar Tage. In diesem Sinne lasse ich euch dann jetzt einfach mal hier ins Wochenende reinkommen. Habt eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.